Tue mal unser Videorekorder raus für die YouTuber. Sag einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 6. April. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Wir steigen ein mit dem ersten Trade mit einer Big Number und zwar 15.300. Das bedeutet, bei 15.307 gehen wir long oder bei 15.292 gehen wir short. Wir sehen hier ein großes Gap zum letzten Donnerstag, 75 Punkte. Wir blicken einmal auf die Vola-Boxen und schauen mal, wo kommt der DAX rein. 15.100, also sehr weit entfernt. Das ist also aktuell nicht für uns von so großer Relevanz. Das heißt, wir gehen direkt mal in die Daily Charts rein. Wir sehen im DAX-Chart, der Markt ist sehr, sehr bullisch. Ja, wechseln jetzt mal in den Dow Jones, amerikanischen Index. Auch der ist sehr bullisch, ist jetzt heute ein bisschen schwächer hier auf der Brust, aber nicht viel. Gehen wir in den Gold-Chart rein. Gold kommt eventuell hier mit einer Gegenbewegung, holt aus zumindest. Ja, das könnte durchaus interessant werden. Warum? Schauen wir uns das Ganze in dem Chart einmal etwas genauer an. Und wir haben das ja schon mehrmals erwähnt, von links nach rechts, letzte Tief, letzte Hoch signifikant. 61,8 Retracement, das ist also da der ideale Punkt für eine Umkehr. Wenn wir jetzt also hier zum Konter ausrufen, werde ich dort auch Gold long gehen, wenn das Signal kommt. Okay, Öl haben wir heute Morgen schon kurz besprochen, ist nach wie vor etwas schwächer. Technologiebörse Nasdaq hat hier von dieser Abwärtsbewegung jetzt wieder kräftig aufgeholt, aber wir haben noch kein All-Time-High hier in der Technologiebörse, also die ein wenig schwächer, die Old Economy. Sieht da besser aus. Wir sehen es hier S&P 500, die 500 größten Unternehmen, dort auch wieder All-Time-High gewesen. Und jetzt gehen wir Kurs runter in Bitcoin 58.000. Und auch hier sehen wir über die Feiertage die 60.000er-Marke wieder erreicht. Und das ist die Range hier, wo wir uns aktuell befinden in den Bitcoin bei 50.000 zu 60.000, also eine 10.000er Range. Also auch hier etwas kleiner und wir sehen jetzt aktuell, wir sind die Pending Box ist ausgeführt in unserem ersten Trade für den heutigen Vormittag. Bei 15.292 würden wir short gehen und bei 15.307 würden wir long gehen. Noch sind wir nicht ausgeführt. Wir haben die Order aber beim Broker platziert und ist scharf geschalten. So, der erste Trade heute Morgen 8:39 Uhr am 6. April ist ein Long Trade. 15.307 long im ersten und die zweite Order wird jetzt multipliziert bei 15.292. Nein, nicht. Ich habe sehr viele Mails bekommen, Dieter, was bezüglich der Aktion von letzter Woche. Also uns konnte man erreichen. Also das wäre mir jetzt neu mit dem E-Mail. Also wir haben letzte Woche Mini-Shutdown gehabt, weil zu viele Hoster irgendwie Probleme hatte. Aber ich weiß nicht. Eigentlich kannst du uns 8:45 Uhr.
So, wir stehen kurz vor dem Gewinnziel. Es ist 8.50 Uhr. 15.317 aktuell. Erster Trade ist ein Long Trade für heute Morgen. Neun Minuten noch bis zum Start. Allmählich kommt der ein oder andere in den Raum rein. Wir haben heute Morgen Probleme oder eine Herausforderung, mit in den Clubbereich hier in den Live-Training-Raum zu kommen. 15.315, wir sind long und die Vola-Boxen kommen, sind ganz weit unten. Zweiter Trade liegt bei 15.292. Es ist 8.52 Uhr. Der erste Trade für heute Morgen ist in den Gewinn gelaufen. Und somit verabschiede ich mich bei den YouTuber für unser Videotagebuch. Der erste Trade, eine Big Number um den Bereich 15.300. Wir platzieren jetzt die Big Number noch einmal und wünsche allen anderen einen guten Einstieg. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt ganz normal weiter.